Kommen wir jetzt mal zum Thema Farben und auch Farbkonsistenz. Einer der wichtigsten Kriterien bei Farben. Also natürlich die richtigen Farben und aber wie gesagt auch die Konsistenz. Von den Farben an sich haben wir im Verein haben wir Farben der Firma Alejo. Das ist eine spanische Firma. Die sind zum Teil die mit den schwarzen Kappen. Die sind schon für Airbrush vorverdünnt. Das heißt, die kann man so benutzen. Die Farbflaschen mit den weißen Deckeln, die sind auch Acrylfarben auf Wasserbasis, die sind aber wesentlich dickflüssiger und die sind auch für Pinselarbeiten geeignet. Die müssen verdünnt werden. So, ich habe hier noch als Beispiel habe ich noch eine kleine Farbe, das ist eigentlich für Wassermalfarben, also zum Aquarellmalen. Ja, da sehen wir jetzt mal die Unterschiedlichkeiten, um mal zu sehen, welche Farben und Konsistenzen man am sinnvollsten in eine Airbrush-Pistole packen kann. Weil wenn die Farben zu dünn sind, das werden wir gleich bei dieser Farbe sehen, bei dieser Aquarellfarbe, die ist viel, viel zu dünn. Die kann man auch durch eine Pistole jagen, aber die hat überhaupt keine Deckkraft auf dem Modell und ist völlig ungeeignet. Während zum Beispiel hier diese Pinselfarben aus Acryl, die sind viel zu dickflüssig, die würden wir gar nicht durch die Pistole durchgedrückt bekommen, weil einfach, ja, die sind zu dickflüssig, da würde nichts verlaufen in den Luftstrom und muss, wie gesagt, vorher verdünnt werden. Da gibt es hier so Verdünnungsmaterial, die dazugegeben werden muss. Ja, ich zeige euch mal, wie die Unterschiede sind. Dafür habe ich eine kleine, ja, so eine kleine Farbkonsistenztafel erfunden oder erdacht. Die ist im 45 Grad Winkel angebracht. Das ist ein Ausdruck, der laminiert worden ist. Und Sinn ist es, dass wir gleich mal eben in den Punkten Farben platzieren. Und das verläuft dann nach unten. Und dann sehen wir auch, wie stark das verläuft. Machen wir es einfach mal. Nehmen wir mal eine geeignete Farbe, die wie gesagt schon angemischt ist. Schütteln wir einmal ganz kurz als kleinen Tipp in die Farben oder in die kleinen Farbfläschchen. Da kann man kleine M4-Muttern reinpacken aus Edelstahl, das ist ganz wichtig. Damit hat man eine kleine, ja, Schüttelhilfe oder Farbmischhilfe. Warum ist das wichtig, dass das Edelstahlmuttern sind? Ja, meistens hat man verzinkte Muttern, die ja durchaus mit der Zeit möglicherweise gammeln können, beziehungsweise auch wenn das Farben sind, die lösungsmittelhaltig sind, kann dann irgendwie das ja, Material angegriffen werden. Den geht man einfach aus dem Weg, indem man Edelstahlmuttern nimmt. Da kosten irgendwie 100 Stück, kosten irgendwie 2 Euro oder so. Ja, in meinen Flaschen habe ich, wie gesagt, überall eine kleine Mutter drin. Und jetzt können wir mal sehen, wir platzieren mal einen kleinen Farbtropfen. Sehen mal, wie der sich verhält. So. Der verläuft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und die Farbe verläuft auch nicht zu schnell, sondern wirklich genauso, wie ich es haben möchte. Also alles, was in diesem Bereich, wo die Linien sind, wo die Farbe dorthin läuft, mit dieser Farbkonsistenz kann man hervorragend arbeiten. Also da kann man in der Pistole kann man die Farbe einfüllen und muss dann nicht nochmal nachträglich mit Farbverdünner arbeiten. Oder man muss mit den Luftdrücken auch nicht zu sehr herumspielen. Also wie gesagt, in dem Bereich, wo es jetzt ist, ist das eigentlich ein idealer Zustand. Nehmen wir mal so eine Pinselfarbe. Und da habe ich noch keine Mutter drin. Ist ein bisschen schwieriger zu mischen. Aber wir sehen mal den Effekt. Ich wollte es euch nochmal zeigen. So, diese Farbe ist extrem dickflüssig. Da verläuft fast gar nichts oder nur sehr wenig. Da muss man definitiv in eine Mischung würde ich ein paar Tropfen von dem Verdünner reinpacken, weil sonst wird vorne die Düse ein bisschen verklebt
Vielleicht könnte die Farbe noch so einigermaßen funktionieren. Aber ich gehe davon aus, dass man da, wie gesagt, immer mal so ein paar Tropfen Verdünner mit reinpacken muss. Sieht besser aus, wie ich eigentlich befürchtet habe. Ich hatte vorhin noch eine andere Farbe, glaube ich, benutzt. Kann man nochmal probieren. Ja, also so einen Effekt hatte ich eigentlich gedacht. Da ist wirklich überhaupt nichts dünnflüssig. Diese Farbe, also die hier oben, die könnte man definitiv überhaupt nicht sprayen. Da würden maximal ein paar Farbkleckse rauskommen, aber definitiv kein Strahl. Ja. Und dann zeige ich euch nochmal die Aquarellfarben. Da können wir mal sehen, was damit passiert. Das kann man schon in der Pipette spüren. Man sieht, was ich euch zeigen wollte, dass es eigentlich völlig ungeeignet ist. Das Material, das würde definitiv zwar durch die Pistole gehen, aber das würde nicht am Objekt halten, beziehungsweise würde auch keine deckende Farbschicht ergeben. Diese Farbe wäre völlig ungeeignet. Jo, Mischung, wie man das macht, das geht relativ einfach. Nehmt euch einen kleinen Behälter, entweder so ein kleines Plastikdöschen oder eine Schraubkappe irgendwie von der PET-Flasche. Da merkt man auch schon, das ist extremst dickflüssig. Wie viel man nimmt, das muss man wirklich ein bisschen ausprobieren. Das Zeug ist wirklich unglaublich ergiebig. Also wirklich ein, zwei Tropfen reichen erstmal. Lieber noch mal ein bisschen was nachgießen, also hier von dem Verdünner, als gleich zu viel, damit es nicht zu dünn wird. Weil das reicht, glaube ich, schon, um genau den richtigen Effekt zu haben. Jetzt bin ich nochmal daneben und schauen, wie es jetzt passiert. Ah, das ist schon fast zu dünn geworden. Aber ihr seht, das ist die gleiche Farbe. Einmal ohne Verdünnung, einmal mit Verdünnung. Also auch diese Farbe, die könnte funktionieren. Muss man wirklich mal ein paar Punkte sprayen. Es könnte aber auch sein, dass die schon zu dünn gewesen ist. Also wie gesagt, passt da ein bisschen auf, dass ihr nicht zu viel von dem Verdünner reinpackt. Ja, und das ist mal eine schöne kleine Hilfe, um wirklich mal zu sehen, okay, wie wird es ungefähr sein mit der Farbe, wenn ich die sprühen würde. Ist das Ergebnis vermutlich gut oder ist die Farbe zu dick oder zu dünn? Ja, diese Farbtafel, die stellen wir euch zum Download zur Verfügung. Wie gesagt, kurz einmal einlaminieren. Ich habe hier so einen kleinen Halter gebaut, dass der genau im 45-Grad-Winkel diese Tafel gehalten wird. Dann hat man auch zukünftig mal Vergleichsmöglichkeiten. Okay, dies ist mal zum Thema Farbkonsistenz und Farben. Für die Farbmischung, da wird es nochmal ein separates Video geben. Vielen Dank. Tschüss.